Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Wir sind schon auf der E7 vom Wandelberg. Wir haben, wie es aussieht, die zwei Prakti-Bike dabei. Attacken. Prakti-Bike. Ja, doch, können sie lassen, okay. Ja, ich habe gerade Spiel weiter starten, also gestartet halt, und wir kamen sofort in die Ebene, ohne irgendwie zwischendurch noch eine Cutscene oder so. Deswegen sind wir hier und starten nicht irgendwie nochmal oben auf dem Berg oder so. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so schlimm und ihr seid nicht todesverwirrt, wo wir dann auf einmal sind. Aber ja. Gut. Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist es, stimmt. Hier sind viele Items und Pokémon. Oh, ich hasse Fadenschuss. Mystery Dungeon ist so nervig. Also es geht eigentlich. Mystery Dungeon ist noch um einiges angenehmer eigentlich, ne? Wenn ich mir mal so überlege. Wir müssen Strepoli dazu überreden, dass er uns doch noch unser Haus baut. Ja, weitergehen. Oh, wow. Haha, okay. Das war eine lange Ebene. Kann ich die sortieren noch irgendwie? Ah, okay, mit Y. Kann sie auch anders sortieren. Okay. Die Maronbeere brauchen wir nicht. Heilsam nicht, das nicht. Packen wir mal weg. Was haben wir denn noch alles, was wir so mitnehmen können? Eigentlich auch nichts, ne? Also Plosivsamen wäre vielleicht noch eine Idee. Vorsichtshalber mal mitnehmen. Plosivsamen mitnehmen. Und ich finde es schön, dass wir hier unser Geld auch lagern können. Ey, das ist halt... Oh, praktisch as fuck. Das mochte ich bei den alten Mystery Dungeon Teilen nicht, weil du da halt... Du hattest ein paar Dungeons oder so und warst also hintereinander und konntest in der Zeit nicht irgendwie dein Geld oder so lagern, was auch immer. Du hattest einfach so viel Geld, wenn du dann einmal verkackt hast, war's weg. Das war ätzend. Aber naja, okay. Man darf dann halt einfach nicht verkacken, ne? Das ist halt manchmal leichter gesagt, als getan. Oh, lol. Praktibike, du bist ganz schön stark. Alter! Welches Level haben die? Sehe ich das hier? Level 12, achso, das geht ja eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Richtwert sein könnte, den man nutzen könnte, um zu sagen, okay, das Level sollten wir vielleicht jetzt selber hier in dem Dungeon haben momentan. Aber... Okay. 12 ist ein guter Level. Ja, doch, doch. Ja, warum... Warum ist unsere Genauigkeit so niedrig? Wir treffen so selten. Ja. Okay, besiegt, schön. Und was hat er? Heilsam hat er, okay, cool. Weiter geht's. Vielleicht finden wir ja gleich mal so ein Feld, wo wir die Statusveränderung rückgängig machen können. Scheint aber irgendwie nicht so. Scheint aber auch allgemein irgendwie nicht zu sein. Sind die Dungeons irgendwie ein bisschen größer geworden, oder? Scheinen mir größer zu sein irgendwie. Und weniger Räume, mehr Gänge. So, habe ich auch das Gefühl. Muss ich ja zugeben. Was soll? Hä? Ah, da oben rechts geht's noch. Alter Vater. Also wir hatten jetzt hier unten keinen einzigen Raum. So. Ich würde gern hier hingehen. Alles klar, das war ein langer Fadenschuss. Kratzer. Also wir haben da unten jetzt auf der Karte so einen kompletten Weg, wo in Mystery Dungeon 1 und 2 safe 2-3 Räume gewesen wären. Das ist irgendwie echt heavy. Wir haben noch hier so ein Feld, ne? Oh, warum hatte ich das vorhin denn nicht genutzt? Loink, danke. Alter, Alter, der Damage. Holy, okay. Ah, dieses Ohr doch ist echt nervig und tanky, ne? Ist echt tanky. Ich bin mal gespannt, wie das in dem Spiel übrigens mit der Pokémon-Rekrutierung aussieht. So, wie wir neue Pokémon ins... Ups.
ins Team kriegen. Und ob es überhaupt sowas gibt wie neue Pokémon ins Team aufnehmen. Oder also so eine Rekrutierung, sag ich jetzt mal. Ich meine, wir können wahrscheinlich hoffen, dass das Pokémon in unserem Paradies leben wollen, oder? Das könnte ich mir vorstellen. Gleich erreichen wir den Gipfel. Das ist doch, das ist der Boss. Gut. Ihr beiden wartet besser hier. Doki und ich gehen zu ihm. Und versuchen mit ihm zu sprechen. Oh Gott. Es ist Nacht mittlerweile, Leute. Jetzt sehe ich auch die Narbe auf seinem Rücken. Das ist wahrscheinlich die Verletzung. Das ist zwecklos. Meine Kraft reicht nicht aus. Streboli. Jetzt zwei schon wieder? Wir haben noch dir gesucht, Streboli. Ihr seid ja selber noch wütend. Gut, dann kommt nur. Was? Nein, deswegen sind wir nicht hier. Wir wollten nur... Streboli! Ich kann kein Haus mehr bauen. Selbst wenn ich wollte. Ich habe nicht mehr die Kraft, ein Baumeister zu sein. Aber ich habe noch Kraft genug, um beim Kämpfen ordentlich auf den Putz zu hauen. Eine äußerst destruktive Kraft. Doki, pass auf. Ihr solltet meinen ganzen Zorn spüren. Macht euch aber etwas gefasst. Ich darf nie Mystery Dungeon nachts aufnehmen. Also zumindest muss ich dann hoffen, dass kein Streboli in diesem Part vorkommt. Ach man. Warum geht denn Drachenwut daneben? Ich merke jetzt gerade die Fähigkeit von Praktibalk und Streboli. Haben wir ein, haben wir nicht. Ja, dann gehe ich einen Schritt... Ja, ich gehe einen Schritt weg. Ist, Drachenwut verdrängt das Feld über die Ecke. Das geht dann wahrscheinlich nicht, ne? Nee, schade. Okay, oh Gott. Was soll ich gerade sagen? Ich schreie hier immer so halbwegs, wenn ich in Streboli spreche. Ich weiß nicht, wie laut das ist, aber... Naja. Seid ihr zufrieden? Ganz egal, wie wütend ihr auch seid. Ganz egal, wie es euch gegen den Strich geht. Es gibt Dinge, die man nicht ändern kann. Okay. Heutzutage gibt es nur zwei Sorten von Pokémon. Diejenigen, die lügen. Und diejenigen, die sich belügen lassen. Der Ehrliche ist der Dumme. Ihr seid selbst schuld, wenn ihr so dumm seid und euch in das Licht führen lasst. Schuld ist nicht das Einzige, sondern die ganze Welt. Es mag stimmen, dass die Worte von heute, die Welt von heute ein unfreundlicher und rauer Ort ist. Aber genau das will ich nicht akzeptieren. Aber wir sind schließlich nicht hergekommen, um mit dir über die Welt zu philosophieren. Wir sind hier, weil wir dich bitten wollen, ein Haus für uns zu bauen. Was? Und das, obwohl ich euch übel mitgespielt habe? Ihr wollt mich trotzdem bitten, ein Haus zu bauen? Ja. Und das nötige Geld und Baumaterial kriegen wir schon irgendwie zusammen. Also, wärst du bereit, das Haus zu bauen? Ich muss schon sagen, ihr zwei seid echt unglaublich. Kapiert ihr denn nicht, dass ich euch die ganze Zeit überbelogen hab? Glaub an gar nichts mehr. Schon gar nicht an die Welt von heute. Und erst recht nicht an mein handwerkliches Geschick. Zieh dich doch mal die Narbe auf meinem Rücken an. Aufgrund dieser Verletzung gehorcht mein Körper mir nicht mehr. Ich kann nicht mehr bauen. Selbst wenn ich ihn ausbauen würde, wäre es am Ende ganz schief und krumm. Habt ihr es jetzt noch nicht verstanden? Ich will nicht mehr schreien. Warum will ich den Charakter so sprechen? Warum? Ich war mal ein Baumeister, aber das ist lange her. Ihr müsst verrückt sein, mich zu fragen, ob ich ein Haus für euch bauen würde. Boss, das stimmt doch gar nicht. Ihr beiden! Teddy und Doki wissen bereits von deiner Verletzung. Wir haben ihnen davon erzählt. Ja, was habt ihr? Und obwohl sie davon wissen, wollen sie unbedingt, dass du ihr Haus baust. Was? Streboli, du hast doch eben gesagt, du könntest kein gutes Haus bauen, oder? Aber uns stört es überhaupt nicht, wenn es am Ende schief und krumm ist. Und wenn du erstmal wieder arbeitest, wirst du mit der Zeit auch wieder besser.
Wir wollen, dass du unser Haus baust, Trepoli. Solange du dein Herzblut reinsteckst, muss es nicht perfekt sein. Wir wollen kein perfektes Haus, wir wollen eins mit Persönlichkeit. Das ist es, was für uns zählt. Außerdem... Diese beiden Praktibikes stehen dir zur Seite. Komme, was Olle. Selbst wenn du vom rechten Weg abweichen solltest. Selbst wenn du sie vor Wut anbrüllen solltest. Sie glauben fest daran, dass ihr wieder wieder wie früher zusammenarbeiten könnt. Sie halten die Treue, Strepoli. Nun, was gedenkst du zu tun? Sie bemühen sich ab, dir zu helfen. Willst du es ihnen wirklich so danken? Boss, lass uns wieder gemeinsam arbeiten. Lass uns wieder Spaß bei der Arbeit haben. Bitte, Boss. Wir hatten doch eine schöne Zeit damals und so kann es wieder sein, Boss. Ihr beiden! Er gibt einen Ruck, Strepoli. Bau uns ein Haus. Eins, wie du es bauen kannst. Boss! Boss! Teddy! Doki! Einverstanden! Ich werde euch ein Haus bauen! Oh, Strepoli! Wirklich? Ja! Ich werde all mein Herzblut in den Bau eures Hauses stecken! Aber! Entschuldige mich jetzt bitte für einen Moment! Ich kann die Tränen nicht länger zurückhalten! Oh. Und so ergab es sich, dass Strepoli Teddy und Doki versprach, ihnen ein Haus im Paradies zu bauen. Kaum waren alle vom Wandelpass zurück, begannen Strepoli und die Praktibike auch schon mit dem Bau des Hauses. Und Doki und Teddy, ja, sogar Moorlord, sie alle halfen beim Hausbau mit. Und dann, einige Tage später, cool! Es ist verbracht. Unser Haus ist fertig. Es ist ein wirklich interessantes Haus geworden, nicht wahr? Oh, tut mir wirklich leid, dass es nicht mehr hermacht. Mehr bringe ich im Moment leider nicht zustande. Aber das Haus hat wirklich Charakter. Ich finde es richtig toll. Das Äußere mal von außen... Was? Mal außen vorgelassen. Oh, lol. Ich hatte irre viel Spaß bei der Arbeit. Du sagst es. Ich glaube, mehr Spaß hatte ich noch nie bei der Arbeit. Wie soll ich es sagen? Es ist zwar schon ein wenig krumm und schief, aber sei es drum. Ich weiß auch nicht genau wieso, aber ich bin total zufrieden damit. Naja, ein Hingucker ist es wirklich nicht. Das ist doch völlig egal. Ich finde es einfach klasse. Strepoli, ihr beiden Praktikerbike. Und auch du, Moorlord. Vielen, vielen Dank. Jeder hat sein Bestes gegeben. Es ist alles, was zählt. Jedenfalls ist das hier jetzt unser neues zu Hause! Alles klar. Möchtest du ein bisschen ringen? Nein. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Doki. Hast du letzte Nacht gut geschlafen? Ich will meinen Teil wie ein Stein, haha. Mir war auch überhaupt nicht kalt. Es geht doch einfach nichts über ein Nickerchen in den eigenen vier Wänden. Einfach himmlisch. Und jetzt, wo wir unser eigenes Zuhause haben, sollten wir uns als nächstes daran machen, unser Paradies aufzubauen. Ich würde unser Paradies gerne mit diversen Einrichtungen versehen. Einrichtungen? Ganz genau. Zum Beispiel Felder, um Beeren anzubauen oder Dojos zum Trainingszwecken. Mir schwebt da allerlei Nützliches vor, dass bei unserem Abenteuer eine große Hilfe sein wird. Nun, da es hier von mysteriösen Dungeons ja nur zu wimmeln scheint, ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir auf einen solchen stoßen, wenn wir hier ein wenig graben. Nichts ist unmöglich. Auf jeden Fall müssen wir dieses Grundstück erstmal ordentlich umgraben, um es richtig erschließen zu können. Und außerdem müssen wir Freunde finden, auf die wir uns verlassen können. Mit zwei weiteren Freunden an unserer Seite könnten wir uns bereits als Team registrieren lassen. Im Team macht so ein Abenteuer doch erst richtig Spaß, nicht wahr? Wobei ich damit aber nicht sagen möchte, dass wir jedes x-beliebige Pokémon in unser Team aufnehmen sollten. Aber ein paar Freunde wären schon etwas Feines. Freunde? Auf die man sich verlassen kann? Andererseits soll man auch nichts überstürzen und immer schön eins nach dem anderen machen. Hab ich recht? Schritt für Schritt wird unser Traum Wirklichkeit werden. Also Doki, nichts wie ran an die Arbeit. Ja, Mann.
Okay, also wir brauchen, wie es aussieht, dann mindestens 4... Okay. Dialoge. Hey, Morlord. Guten Morgen. Wieso frisch auf den Beinen? Morgen zusammen. Wir haben darauf gewartet, dass ihr beiden endlich aus den Federn kommt. Du hast auf uns gewartet? Folgt mir einfach. Wieso werde ich bei dem Charakter immer so müde? Da wären wir. Dabei handelt es sich um ein Infobrett? Ah, genau. Ein kleines Geschenk von mir. Ich habe aus dem Namen Job-Infobrett getauft. Ein Blick darauf verrät euch alles Wichtige zu eurem Abenteuer. Das heißt zu Jobs, bei denen ihr miesen Schuft das Handwerk legen müsst. Oder euch um Anfragen von Leuten aus der Gegend kümmern müsst. Kurzum, eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben. Verstehe. Erfolgreich abgeschlossene Jobs bringen uns Geld und Items ein. Das stimmt. Ach übrigens. Ich habe hier auch so eine Lagertruhe wie die in Rastatt herbringen lassen. Ihr könnt sie nutzen, um dort Geld oder Items abzulegen. Ich bin vom heutigen Tage an übrigens auch stolzer Besitzer eines Ladens. Noch habe ich nicht allzu viel im Angebot. Aber wenn ihr vorbeischaut und mich anspricht, werde ich euch gerne zeigen, was ich alles zum Verkauf anbiete. Zögert nicht, bei mir einzukaufen, wenn euch was fehlt. Ja, hab Dank, Morlord. Du bist uns wirklich eine große Hilfe. Sag mal, warum bist du eigentlich so nett zu uns? Immerhin hast du uns ja schon dabei geholfen, unser Haus zu bauen. Das weiß ich auch nicht so recht. Vielleicht, weil ihr beide mit so viel Begeisterung bei der Sache seid. Und wenn ich euren Tatendrang sehe, dann kann ich einfach nicht anders als schlafen zu gehen. Nun, normalerweise bin ich ja nicht so leicht zu beeindrucken, aber eurem Anblick... kommt einfach die Müdigkeit über mich her. Aber zurück zum Wesentlichen. Ich werde euch noch kurz erläutern, wie ihr das Job-Infobrett am besten nutzt. Wie ihr sehen könnt, sind hier an diesem Brett allerlei Job-Memos geheftet. Einen Job aus... Alter! aus, der euch zusagt und reißt das entsprechende Memo vom Infobrett ab. Und danach müsst ihr das Memo nur noch am Jobschalter abgeben. Ja, um genau zu sein, müsst ihr es Azure geben, das am Schalter sitzt. Das wäre alles. Sag mir Bescheid, wenn es losgehen kann. Und im Nu könnt ihr auch schon zum Dungeon eures jeweiligen Jobs aufbrechen. Ich will gleich hier was ihr wissen müsst. Wählt doch am besten gleich mal euren ersten Job aus. Aber trefft eine Wahl, die euch in guter Erinnerung bleiben wird. Ja, überlass das dieses Mal mir, Doki. Okay. Ja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Ich hab's. Das hier klingt doch super. Jetzt brauchen wir nur noch Azure, das Memo zu geben. Und das war's, stimmt's? Willkommen am Jobschalter, ihr beiden. Für welchen Job habt ihr euch entschieden? Für diesen hier bitte. Sehr wohl, eine ausgezeichnete Wahl. Ich treffe derweil die nötigen Vorkehrungen. Nanu? Das Portal öffnet sich automatisch? Das Jobportal hat sich aufgetan. Viel Erfolg euch beiden. Das war doch richtig, oder? Ja, besser ihr hättet... hätte ich es euch auch nicht machen können, hä? Ich gehe nur noch das Portal passieren, um zum Dungeon zu gelangen. Aber sag mal, Teddy, für welche Jobart hast du dich eigentlich entschieden? Ich bin nämlich sehr neugierig, musst du wissen. Was da... darf ich... einmal nachschauen? Gesundheit. Ah, danke. Dann wollen wir noch mal sehen. Zu Hilfe, ich stecke im Kloftberg fest. Ich dachte, dass ich einen Berg dieser Größenordnung ohne Mühe meistern könnte. Und ich mich versah, ich bin schon verlaufen. Ich bin mit einem Latein am Ende, wäre wohl jemand so nett, mich aus meiner misslichen Lage zu befreien. Gezeichnet, Dummiesel. Ha.
Ist das nicht ein bisschen öde? Habe ich aber schon weitaus spannendere Jobs gesehen. Das gleiche geht im Prinzip auch wie Soja-Kabache. Da macht man sich die ganze Mühe, kaum bezahlt. Achso. Ja, das ist doch das Wichtigste. Seid euch ganz sicher, dass das euer erster Job werden soll? Ja. Immerhin scheint Dummiesel das Pokémon zu sein, das am tiefsten in der Patsche steckt. Wie hoch der Lohn letztlich wird, kümmert mich wenig. Mir geht es einzig darum, Pokémon zu helfen, die in schwierigen Situationen sind. Selten war ich so gerührt und müde. Ihr seid wirklich zwei besondere Pokémon. Jetzt braucht ihr euch noch zum Tanzen begeben. Los, ihr beiden, macht euch rasch auf, das arme Dummiesel zu retten. Jawohl. Auf geht's, Doki. Kann ich vorher bitte noch Items oder... Danke, okay. Ah. Ach, Mensch. Ja, Items muss ich eigentlich. Heilsam kann ich Fragilabiere ablegen. Immer sortieren. Oh. So, ablegen. Items mitbringen. Mitnehmen bringt nichts. Geld einmal ablegen. Waren zwar nur 121, aber besser als nichts. Und hallo, Morlord. Achso. Gucken. Belebersamen hat er. Können wir uns aber auch gar nicht leisten, auch wenn wir das Dings hätten. Oh, Fußtritt und Raub. Joa. Oh, Leute. Ja. Gut, aber ich würde sagen, das war es jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Warum suche ich mir so Kack-Synchros für die Pokémon aus, ey? Das ist unglaublich. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!